Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer weiteren Folge Let's Play Hearts of Iron 3 mit Italien. Wir sind dabei, hier unser Mittelmeerreich zu erschaffen. Wir haben beim letzten Mal die Türkei erobert und sind in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Und warum auch immer, macht Deutschland keinen Krieg gegen Belgien. Und deswegen kommen sie hier oben überhaupt nicht voran. Wir sind hier unten in Frankreich zwar gerade am Vorrücken, aber wenn wir das alleine machen, wird das natürlich nichts. Also von daher aktuell ein bisschen schwierige Situation hier. Wir haben sie ja auch hier unten aus Nizza beinahe vertrieben. Also da läuft es aktuell ganz gut an dieser Front. Von daher passt das. Oh, hier unten haben sie Flugzeuge. Kommen unsere Flugzeuge bis dahin? Nö, das ist schlecht. Wir haben hier keinen Flughafen. Höchstens von dort, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Aber wir können es mal versuchen. So, Abfangeinsatz. Ja, an der Küste können wir es immerhin machen. Okay, so, dann werden wir jetzt mal hier, wenn der hier da ist, gib mal Gas. Dauert noch ein paar Stunden. Okay, dann brechen wir das mal hier ab. Und dann greifen wir gleich mit allen zusammen an. Du kannst mal hier schon mal weiter vorrücken. Hier den Suezkanal einnehmen, bevor sie hier den Nil blockieren für uns. Das wäre ziemlich blöde. So, wir haben hier noch eine Industriekapazität. Wir bauen wieder Rom aus. Okay. Hier im Westen rücken wir vor. Sehr schön. Hier rücken wir natürlich auch vor, aber hier haben wir auch bisher aktuell noch keine Gegenwehr. Von daher ist das offensichtlich. So, ihr könnt hier auch mal Richtung Beirut vorrücken. Hier haben wir noch ein irakisches Regiment. Das greifen wir mal an, einfach nur damit es nicht weiterlaufen kann. Du wirst mal hier strategische Verlegung nach dort unten machen. Und das andere Regiment kann hier mit angreifen. Und du löst mal dieses Regiment bitte auf. Oder diese Division besser gesagt. Okay, haben wir gewonnen. Tja, sind wir jetzt auch schneller da, als er wegkommt? Mal schauen. Ach, von Alexandria haben wir verloren. Waren damit jetzt unsere Bomber gemeint? Wahrscheinlich, ne? Naja, unsere Flugzeuge gemeint. Keine Ahnung, was er hier macht. So, wann bist du da? Erst in 2 Tagen. Okay, das dauert noch. Okay, hier haben wir gerade eine Schlacht begonnen. Wir greifen hier im Gelände, in der Stadt an. Das ist natürlich für die Panzer nicht unbedingt optimal. Da haben wir schon wieder eine irakische Infanteriedivision. Wir werden hier mal aufhören. Das bringt nichts, hier unsere Panzer aufzureiben. Wir werden einfach mal erstmal die Stadt umrunden. Mal wieder eine Industriekapazität. Sehr schön. Rom ist voll. Dann bauen wir Florenz ein bisschen aus. 225 IK haben wir mittlerweile. Nee, das war unnötig hier. Mehr als genug Nachschub. Vor allem, da wir ständig wieder Nachschub von unseren Feinden erobern. So, ihr könnt mal hier angreifen. Ihr könnt mal hier angreifen. Und endlich haben wir sie hier unten geschlagen. Das hat ja gar nicht lang gedauert, zum Glück. Oh, okay. Hier haben wir ein bisschen zu viel uns aufgeladen für uns diese eine Division, das werden wir mal abbrechen. Das schaffen wir nämlich nicht. So, wir verlieren hier ständig Konvois. Wir haben mittlerweile schon nur noch 38. Wir bauen ja zwar aktuell neue, aber bis die fertig sind, dauert das noch 3 Monate. Bis dahin muss das reichen. Okay, er greift uns hier an. Eine Infanteriedivision gegen unseren Panzer. Und da soll er angeblich gewinnen. Das halte ich aber für ein Gerücht. Jetzt sowieso nicht mehr. Ach, von Alexandria haben wir verloren. Ja, das ist aber nichts wirklich Relevantes. So. Okay. Dann werden wir jetzt mal hier angreifen. Er uns angreift, das schwächt ihn natürlich. Und dieses eine Regiment ist auch schon fast kaputt. Von daher sollte das kein Problem mehr darstellen. Und ja, hier haben wir jetzt schon beinahe alles erobert. Wir können ja, glaube ich, sogar schon bald rüber. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das funktioniert. Irgendwo hier ist ein Übergang. Aber aktuell steht er uns wohl noch nicht zur Verfügung. Wahrscheinlich, weil wir dafür erst noch die Provinzen jeweils besetzen müssen.
So, das wird jetzt eine Weile dauern, bis wir die hier aus der Stadt vertrieben haben mit unseren Panzern. Aber das macht nichts. Ach, jetzt hat er hier angegriffen. So, das natürlich nicht gedacht. Wieso läufst du nicht? Okay. Ja, wir werden aber versuchen, gleich hier mit dem Infanterieregiment das zu regeln. Und vielleicht auch mit diesem Infanterieregiment. Hallo? So können wir keine strategische Verlegung hier rüber machen. Okay, jetzt. Sehr schön. So, auf nach Beirut. Du kannst auch hier runterlaufen. Und du kannst auch in die Richtung mal laufen. Okay. So, 33%. Ja, das wird nur eine... Ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das gewinnen. So, jetzt können wir hier rüber. Und dann haben wir gleich den Suezkanal erobert. Okay, hier ist ihr einer Träger. Wir können halt keine Dauer auf der Flottenüberlegenheit gegen die Briten erreichen. Deswegen müssen wir das eher so mit Timing schaffen. So, was haben wir hier noch? Zwei Panzerregimenter stehen hier angeblich. Okay, dann werden wir mal mit diesen beiden Einheiten hier angreifen. Ihr könnt beide hier reinrücken. Okay, ihr rückt hier alle mal Richtung Marseille vor. Du auch, warum auch immer du noch hier hinten stehst. Ein Gleitschiff verloren. Und hier unten werden wir angegriffen. Ja, diese Regimenter hier werden wir wahrscheinlich verlieren. Hier unten verliert man eigentlich meistens, vor allem weil ich vergessen habe, da neue Einheiten zu platzieren. Das ist ein bisschen ärgerlich. Na guck mal, die Franzosen haben den Briten hier ihr eines Regiment übergeben. Sehr interessant. Okay, hier haben wir gewonnen. Ja, wir geben den Franzosen gerade ganz schön aufs Maul. Das ist halt ein bisschen dumm, dass die Deutschen halt irgendwie gar nichts machen. Und selbst wenn wir das Ganze dann gewinnen, dass es dann immer noch, das Land dann immer noch an die Deutschen geht, ist ein bisschen ärgerlich. Okay, aber hier unten geht es voran, würde ich mal sagen. Hier die First Royal Marines haben wir gleich vertrieben. Und wir erobern hier gerade die Übergänge des Suezkanal. Ich denke, wenn wir diese drei Provinzen noch haben, dann müsste der Suezkanal für die Engländer blockiert sein. Und das wird ihnen schon mal enorm schaden. Dann müssen wir nur noch hier Tel Aviv einnehmen und natürlich Zypern. Und dann haben sie hier keine Häfen mehr, um ihre Schiffe zu unterhalten. Außer Malta natürlich. Malta müssen wir dann halt noch einnehmen. Aber ich denke mal, das bekommen wir dann auch noch hin. Wir haben natürlich aktuell hier an der Front zu der Sowjetunion nicht eine einzige Einheit stehen, aber das ist jetzt halt so. Unsere Konvois werden hier ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Okay, ihr könnt hier weiter vorrücken. Hier stehen ja keine Feindeseinheiten. Ihr könnt euch hier aufteilen. Du kannst hier gleich vorrücken. Okay. Die hat gerade das HQ angefangen anzugreifen, scheinbar. Klasse. Toll, das hat jetzt den Angriff für alle gecancelt, weil das HQ als erster angegriffen hat. Oha. Okay, hier steht durchaus ein bisschen was drin. Na, super. Dann bricht ihr mal beide diesen Angriff ab hier, weil der ist ziemlich nutzlos. Okay, sie machen hier einen Haufen Gegenangriffe. Ja, das Problem ist halt, dass halt diese ganzen Panzerregimenter, die ich hier hinten verwende, alles nur einfach nur zwei leichte Panzer sind. Das ist natürlich ziemlich schwach. Okay, wir haben Alexandria endlich eingenommen. Wir werden hier sie jetzt noch vertreiben. Wir werden mal einen Panzer schicken, um hier hinten den Rest der Küste einzunehmen, damit sie auf jeden Fall hier nicht mehr durchkommen. Okay, vielleicht nicht ganz so weit nach unten. Sehr interessant, hier können wir nicht hinlaufen. Naja, diese eine Provinz, genau, hier ist so eine Trennung, was ziemlich doof ist. Deswegen können wir nämlich nicht da runter und unseren anderen Einheiten helfen. Aber gut, was soll man machen? So. Okay, und dann kannst du da hoch, weil da unten ist sonst nichts mehr Relevantes. Dann haben wir noch eine Industriekapazität und einen weiteren Marinebomber. Das sollte jetzt auch erstmal der letzte sein, wenn ich mich nicht irre. Drei werden aktuell noch gebaut. So, IK verschwendet. Verstärkung und Upgrades. Oh, damit haben wir jetzt tatsächlich genug IK, um unser ganzes Zeug zu produzieren. Das gefällt mir.
Ihr könnt hier mal aufhören mit dem Abfangeinsatz. Wir haben jetzt hier eh keinen Flughafen mehr gerade. Und wo sind unsere Transportschiffe? Die sind immer noch hier, ne? Ja, dann werden wir jetzt mal hier unsere zwei Kampfflotten hier verwenden. Um hier uns hinzustellen. Ach so. Okay. Ja. Wir müssen natürlich erstmal die Marineinfanteristen holen. Wo sind denn die alle? Die Infanterie machen wir mit strategischer Verlegung hier runter. Wo ist die eine Panzerdivision? Du kannst mal hier rüber fahren. Sollte soweit passen. Okay, so. Hier unten werden wir irgendwo angegriffen. Da kriegen wir aber gleich noch Verstärkung. Wir können hier schon mal einen Gegenangriff starten. Okay, so, das Haku soll nicht mit angreifen. Die anderen können alle angreifen. Diesmal haben wir auch gewonnen. Oder werden gleich noch gewinnen, aber das können sie auf keinen Fall verteidigen. Und ja, je mehr Truppen sie jetzt hier zu uns abziehen, die Franzosen, irgendwann werden die Deutschen hier bei der Maginot-Linie dann einfach durchbrechen. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie nicht Belgien angreifen. Wenn sie jetzt innerhalb der nächsten paar Monate immer noch Belgien nicht angreifen, dann würde ich das übernehmen für sie. Damit sie dann mal da ordentlich angreifen. Das ist echt doof. So, die Franzosen haben hier drüben Einheiten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben hier nämlich gar nichts. Auf der Seite. So, du kannst hier auch mal vorrücken in diese Richtung. Und sobald diese Infanteristen hier endlich mal angreifen können, können wir dann mal hier einen Angriff auf die Stadt starten. Die Frage ist, warten wir jetzt noch diese 78 Stunden, bis diese Einheit hier wieder angreifen kann? Ich glaube nicht. Ich denke, die drei Einheiten hier sollten eigentlich reichen, um das zu gewinnen. 15%. Natürlich sind die Infanteristen total orgalos. Das ist natürlich nicht so gut. Okay, hier greifen wir an. Ja, hier drängen sie uns halt immer weiter zurück. Wir brauchen hier mal noch ein paar mehr. Ups. Ein paar mehr defensive Typen. Wir werden uns hier mal ins Gebirge zurückziehen. Saudi-Arabien möchte Nachschub kaufen. Nope. Wer greift uns hier an? Mal schauen. So, wo genau wollen die hier hin? Die wollen hier nach El Mansura laufen. Wir werden hier mal nach Kairo. Wir müssen die mal auflösen jetzt hier. Weil sonst ist hier unser ganzer Fortschritt für die Katz, wenn sie jetzt hier das alles wieder zurückerobern. So, dann greifen wir sie hier mal an. Und damit haben auch die ihre Bewegung hier abgebrochen. Okay, wisst ihr was, dann machen wir das anders. Du läufst auch mit hier hin oder du greifst gleich hier an. Dann sollte das soweit passen. Hm. Östliches Mittelmeer. Ja. Okay, so, zack. Und Invasion in Zypern. Toll, wir haben hier schon wieder keine Flugzeugreichweite. Das ist blöd. Acht von Gaza haben wir gewonnen. Das sind aber auch alles nur HQs hier. Von daher sollte das auch kein größeres Problem darstellen eigentlich. Okay. Ja, also in Afrika bisher ein voller Erfolg, muss man sagen. Okay, hier in Frankreich haben wir jetzt wieder einiges an Gegenangriffen. Hm, du brauchst hier noch eine ganze Weile, oder? 8 Tage brauchst du, von dort nach dort zu laufen. Das ist heftig. Okay. So, ihr greift mal... Oh, was ist denn hier schon wieder los? Ihr greift nur ein Infanterieregiment an. Super. Du kannst mal aufhören damit. Das ist unnötig. So, ihr könnt hier angreifen. Ihr beide könnt hier angreifen, ihr beide greift dort an. Und dann ziehen wir mal hier unsere ganzen HQs nach, damit wir hier auch Reichweite haben für alles. Wir ziehen hier mal alle nach Nizza. Und wir haben zu viel IK in Produktion, okay.
Ja, was könnten wir denn noch so bauen? Noch ein paar mehr Panzer? Ein paar mehr Schiffe wären vielleicht mal nicht schlecht. Wir bauen mal noch ein paar Zerstörer. Wo verschwenden wir hier jetzt schon wieder angeblich was? Verstärkungen und Upgrades. Ist aber nur sehr gering. Okay, gewonnen, gewonnen, gewonnen. Sehr schön. Ja, diese Schlacht hier wird nicht mehr allzu lange dauern. Normalerweise. Erfahrene Armee. Ja, sehr schön. Das ist doch gut. Hier können wir mal die angreifen. Und du kannst hier mal einen Gegenangriff machen. Okay, diese Infanteristen haben wir aufgelöst. Meine Fresse, brauchen die lange, bis die hier runtergelaufen haben. Runtergelaufen sind, so rum. So, was haben wir hier? Hier sind feindliche Flotten, scheinbar. So, dann erobern wir hier noch ihren Flughafen und dann sollte das passen. Golf von Iskenderun. Ja, sehr gut. Plus 15% Forschungseffizienz, plus 15% Nachschubdurchsatz. Sehr gut. Danke, dass du mir das mitgeteilt hast. Sehr, sehr hilfreich. Okay, können wir hier eigentlich Kriegsziel hinzufügen? Territorium erlangen. Ein Territorium erlangen. Nee, ist natürlich nicht so pralle. Aber wisst ihr was? Hier Krieg erklären. Eroberung. So. Das nervt. So, und jetzt müssen die Deutschen hier auch mal angreifen. Und ich hoffe mal, dass die KI das jetzt auch geschissen kriegt hier. Oh. Wir haben hier. Oha! Unsere Flotten hier haben hier übelst aufs Maul bekommen. Nicht so gut. Wir schicken euch mal alle hier in den Hafen. Können wir nicht. Wir werden hier noch, sind hier noch im Kampf irgendwie. Ein Kack ist hier am Start. Okay. So, was hat er hier? Er hat nicht viel eigentlich, aber unsere ganzen Schiffe sind halt wirklich enorm angeschlagen. Von daher würde ich sagen, ziehen wir uns jetzt einfach mal hier zurück. Können wir nicht. Oha. Oh, wir haben tatsächlich ein großes Schiff verloren. Das gefällt mir nicht so. Ja, das war schon mal sehr, sehr schmerzhaft für unsere Flotte. Wie gesagt, wir können halt gegen die Engländer flottenmäßig nur sehr, 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 sehr schwer gewinnen. So. Okay, hier hinten haben wir alle ihre Einheiten aufgelöst. Sehr schön. Dann würde ich sagen, bis wohin können wir hier nochmal laufen? Infrastrukturkartenmodus. Nicht so hilfreich leider, weil er mir nicht alles anzeigt, was ich sehen möchte. Aber wir versuchen einfach mal alles einzunehmen, was geht. Und dann kannst du mal hier hoch wieder kommen. Und du kannst hier unsere Einheiten auf der anderen Seite unterstützen, obwohl brauchen wir vielleicht hier hinten was? Ja, wisst ihr was? Wir schicken mal ihn hier nach dort, strategische Verlegung. So, komm schon. Hier. Tel Aviv, Falle. Sehr gut. Gut, damit haben wir das erledigt. Mit wem sind wir hier alles im Krieg? Mit Saudi-Arabien nicht, oder? Wo ist hier der Diplomatiekartenmodus nochmal? Genau, Saudi-Arabien nicht. Gut, dann sollten wir vermutlich jetzt erstmal hier alles so ein bisschen sichern. Da wir nicht mit Saudi-Arabien im Krieg sind. Ich meine, wir können Saudi-Arabien immer noch angreifen danach. Aber aktuell lohnt das einfach noch nicht. So, welches Korps ist denn das hier? Ist das alles dasselbe? Ne, das sind alles. Natürlich sind das alles unterschiedliche Korps. Muss ja. Tja, was machen wir mit euch? Mal sagen, wir verlegen euch mal hier rüber. Verbinden euch dort. Das passt schon. So, was haben wir hier? Hier greift er uns schon wieder an. Machen wir hier wieder ein paar Gegenangriffe. Hier könnten wir ihr angreifen.
Ihr könnt diesen Panzer mal angreifen und ihr greift mal Marseille an. Wir haben schon wieder einen Transporter verloren. 32 haben wir nur noch. So, wie sieht's aus mit unserer Flotte? Wahrscheinlich nicht so gut. So, komm, jetzt erobert endlich mal diesen Flughafen hier. Ich habe einfach nicht aufgepasst, das war das Problem. Ich hätte die sofort wegziehen können, nachdem wir die Truppen gelandet haben. Habe ich aber nicht. Das war halt ein bisschen dämlich. So, sehr gut. Okay, Flughafen ist erobert. Okay, wir haben Irak erobert. Sehr gut. Das heißt, den ihre Einheiten sind jetzt schon mal nichtig. So, das Ding ist jetzt natürlich... Persien, gibst du den Engländern Durchgang? Nein. Trifft in Richtung Achse. Okay. Dann brauchen wir hier jetzt prinzipiell eigentlich ja schon nicht mehr so viele Einheiten. Technisch gesehen. Hier werden wir mal abspalten und ein neues Korps machen. Und die werden wir mal an die 3. Armee in Alexandria hier angliedern. Die werden wir dann hier behalten, um hier alles zu sichern und so weiter und so fort. Und den Rest schicken wir dann in Richtung Sowjetunion. Zweite Armeegruppe. Alles auswählen. Tja, bis auf diese Division hier, wie auch immer sie heißt. Hier ist es nicht. 135. Division, okay. Wie hier. So, ihr kommt mal alle bitte hier hoch. Strategische Verlegung. Alles klar. Ja, bisher läuft es ganz gut, muss ich sagen. Abgesehen von der Tatsache, dass Deutschland hier zu dumm ist, im Norden, das ordentlich zu machen. Und hier unten läuft das natürlich nicht so gut, aber das macht jetzt auch nicht so viel. So, ihr könnt auch euch mal zurückziehen hier. Die haben hier alle keine Orga mehr, unsere Einheiten. Ja, hier unten werden wir auch auf kurz oder lang verlieren, einfach weil wir hier keine Einheiten hinliefern können aktuell. Keine Verstärkung oder irgendwas. Ist halt ein bisschen problematisch. Aber du hörst mal auf, hier anzugreifen. So, du kannst mal hier angreifen. Jetzt haben sie uns hier angegriffen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. So, Marseille haben wir gleich erobert. Sehr gut, Marseille ist gefallen. Gut, dann werden wir hier mal weitergehen und wir werden mal ein, zwei Einheiten hier hochschicken. Wir müssen aufpassen, dass wir hier die Front nicht zu groß werden lassen, weil dann sind die Franzosen uns überlegen wahrscheinlich. Deutschland möchte Treibstoff kaufen. Warum nicht? Was haben wir hier? Eine Infanteriedivision. Du kannst dich denen anschließen und... Hallo? Ich möchte ganz gerne hier die Infanteriedivision eigentlich haben. Und dann auch gleich hier hochgehen mit strategischer Verlegung. Alles klar. Sehr schön. So, dieser Hafen hier ist wahrscheinlich ziemlich crappy, ne? Ja, Level 2 Hafen, deswegen wird es hier ewig dauern, bis unsere Schiffe repariert sind. Boah, wir haben so viele Schiffe verloren. Und tatsächlich auch einen Transporter verloren. Gefällt mir nicht. Schließen mal die beiden Flotten zusammen. Schauen wir mal, was wir noch so übrig haben. Die ganz krass angeschlagenen Flotten, ganz krass angeschlagenen Schiffe sollten wir dann mal ausgliedern. Damit wir hier weiterkommen. Sowas wie den hier. So, jetzt haben wir hier auch keinen Rumpfmalus mehr. So. Ja, wir packen die jetzt einfach mal alle ganz kurz in eine Flotte. Wir möchten jetzt einfach nur ganz kurz in irgendeinen brauchbaren Hafen. Wir werden jetzt erstmal nach Athen gehen. In Athen ist relativ nah, da ist die Chance, dass wir abgefangen werden, relativ niedrig. Und wir müssen in irgendeinen Hafen, der tatsächlich uns auch effektiv reparieren kann. Sonst ist das Ganze etwas nutzlos hier.
Diese eine Provinz hier können wir nicht erobern, oder was? Das sagt natürlich etwas. So, es scheint so, als würden sie sicher ankommen. Ohne abgefangen zu werden, das ist gut. Okay, dann können wir jetzt hier erstmal wieder die Transporte heraus dividieren. Oh, nein, das nicht. Okay. Und dann hier wieder ein paar Schiffe, die wir hier zu viel haben, raushauen. So, diese drei. Die lassen wir natürlich trotzdem hier in dem Hafen. Wenn wir die rausschicken, sind die so gut wie tot. So, was haben wir hier? Wir greifen hier an, wir greifen hier an. Du kannst hier mal vorrücken. Oh, die sind hier alle geflohen. Ne, das sind immer noch nur diese eine Einheit, okay. Kannst hier mal mitlaufen. Wir werden hier mal angreifen. Mal schauen, was wir damit machen können. Ja, bisher läuft es gegen die Franzosen aber tatsächlich erstaunlich gut, muss ich sagen. Hätte ich nicht erwartet, aber die schlagen sich hier nicht so Premium. Ebenso wie die Deutschen, keine Ahnung, was die KI schon wieder macht. Die KI von Deutschland ist ein bisschen blöd aktuell. Warum auch immer, aber naja, solange wir die Franzosen in die Flucht schlagen, ist das auch okay. Oha, haben wir gerade viel Verstärkung. Das ist heftig. Okay, wenn wir sichern hier langsam den Rest Ägyptens, das gefällt mir doch. Und hier hinten müsste langsam... Ja genau, hier kommen langsam unsere Einheiten an. Ich schraube hier mal Verstärkung, Nachschub wieder ein bisschen runter, damit unsere Produktion ein bisschen flotter geht. Okay, hier kriegen wir richtig krass viel Schaden, aber da kommen gleich noch zwei extra Einheiten an. Okay, du kannst mal hier vorrücken. Ihr rückt hier auch alle vor. So, wann könnt ihr wieder angreifen? Oder wann kannst du wieder angreifen? 31 Stunden. Okay. I guess. Wo sind unsere Flugzeuge? Die haben hier Bomber. Das ist nicht so gut, wenn sie uns hier zerbomben, während wir gar keine Bomber haben. So, eine Infanteriedivision schicken wir hier mal einfach im Süden an der Küste entlang. Du kannst hier jemand umrunden, du kannst hier angreifen. Ihr greift hier ebenfalls an, ihr greift hier gleich an, sobald ihr könnt. Und ja, läuft. Der kann wieder ein bisschen runtergeschraubt werden. So, wie viel Nachschub verlieren wir? 100, ja, aber wir haben super viel. Guter Nachschub ist halt, technisch gesehen, braucht man da überhaupt gar keine IC reinzustecken. Weil man, wenn man es dann braucht, das dann immer noch tun kann. Könntet ihr mal aufhören, hier das ständig wieder zurückzuerobern, das nervt. So, wir werden jetzt einfach mal versuchen, uns hier zu verteidigen. Alles andere wird hier eh nichts. Gegen diese Briten, wir sind jetzt hier in den Bergen. Da sollten wir uns ganz gut verteidigen können. Und dann müssen wir hier unten mal die hier auslöschen, damit wir hier... vorankommen. Sobald wir die besiegt haben, können wir dann eventuell hier im Osten was machen. Mal schauen. So, du rückst mal hier hoch. Hier nach oben vor. Mit den anderen zusammen. Ja, das macht nichts. Also mir fällt gerade auf, wenn wir diesen Hafen hier verlieren, haben wir ein Problem. Werden wir versuchen, hier einen Gegenangriff zu machen. 89%. Oh, der hat ja gar keine Orga, der Typ. Das ist ja höchst angenehm. Okay. Ihr zwei bleibt hier stehen. Nee, andersherum, so. Nee. Der hier soll dahin. Ihr beide bleibt hier stehen, alles klar. Sehr schön. Hier haben wir gewonnen. Okay. Also, so allgemein würde ich sagen, läuft es bisher ganz gut. Wir haben natürlich hier flottenmäßig einiges schon eingebüßt, was mir nicht so gut gefällt, aber was soll man machen? Ich würde mal sagen, wir müssen mal jetzt darauf achten, dass wir mal hier ein paar neue Flotten bauen. Von daher gebe ich mal ein paar mehr Großkampfschiffe jetzt in Auftrag.
kann, denke ich, nicht schaden. Okay, so, ihr greift mal hier an, damit die uns hier nicht so auf den Nerven gehen können. So, komm Deutschland, jetzt mach doch mal was hier. Gibt's doch gar nicht. Was ihr dafür so lange braucht. So viel zu, der Deutsche überrennt die immer. Die KI zu dumm ist, überrennt der Deutsche sie leider nicht immer. Okay, unser Schriftzug ist gerade etwas hässlich. Mit etwas meine ich ziemlich hässlich. Südliches Rotes Meer. Da unten haben wir Transporter. Ja, natürlich, um diese Einheiten hier zu versorgen. Ihr geht mal hier hoch. Du gehst auch mal hier hoch. Naja, ich meine... Also... Wenn ihr jetzt nicht bald, wenn die Deutschen hier jetzt nicht bald einrücken, dann haben wir das halt gleich gemacht. Ich meine, das Ding ist halt, es bringt uns halt nichts, weil wenn wir das gewinnen, dann wird einfach alles an Deutschland gehen. Glaube ich zumindest. Ich würde jetzt nicht drauf schwören, aber ich glaube es. Wir können ja natürlich sagen, hier Region erringen, bliblablub. Aber ja, wir werden mal zumindest mal Region erringen Nice machen, weil Nice gehört zu Italia. Das hier ist Nice, glaube ich, diese Region hier. Zumindest wird es dann gleich zu Italien gehören. So, wie geht es unseren Flugzeugen? So, wir haben hier unsere Marinebomber. Hier haben sie einen Haufen Schiffe. Wir werden mal versuchen, hier mal Hafenangriffe zu machen. Und hier mit unseren Jägern Luftüberlegenheit. Schauen wir mal, wie das läuft. Ja, wieso kannst denn du nicht so viele... Okay, wir befördern dich. Bombardierung von Malta. Ja, hier sind eine ganze Menge Schiffe. Wir bombardieren jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch die Gegend, würde ich sagen. So, hier haben wir das HQ von den Briten. Okay, du greifst uns hier an. Mach das ruhig. Kriegt ihr nichts, aber mach das. So, wir müssen hier mal unsere Front ein bisschen besser organisieren. Ihr rückt da rein, ihr rückt da rein, ihr rückt da rein. HQs rücken mal alle vor. Angriff, Angriff, Angriff. Okay, ich würde sagen, ich habe schon wieder ewig überzogen und ich würde sagen, wir beenden jetzt hier erstmal diese Folge für heute. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euer Violett.